Heute, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute wieder mit dem Meta-Ranking für den März 2016. 13. Folge und über ein Jahr her, dass wir dieses Segment, diese Reihe gestartet haben. Und es hat sich zum Glück herausgestellt, dass es eines unserer beliebtesten Segmente ist. Also für den März haben wir relativ viele Veränderungen. Obwohl die Banliste immer noch nicht draußen ist. Die Spieler warten immer noch vergebens auf die neue Liste. Es gibt auch keine Anzeichen, dass sie jetzt irgendwann bald kommen wird. Also hoffentlich irgendwann im April. Sprich, sie wird dann erst ab Mai wahrscheinlich aktiv sein. Also ich denke mal, das nächste Meta-Ranking wird immer noch ohne die Banliste sein. Dieses Mal haben wir auf Platz Nummer 10 wieder Magical Explosion FTK. Man hat von dem Deck seit dem letzten Mal nicht viel gehört, beziehungsweise gar nichts mehr. Außer, dass es halt in Japan jetzt gebannt wurde. Aber mal schauen, ob es bei uns dann auch gebannt oder eingeschränkt wird. Dann haben wir auf Platz Nummer 9 die Super Quantums. Ich weiß gerade nicht, wieso ich die letztens nicht in das Meta-Ranking getan habe. Auf jeden Fall diesen Monat auf Platz Nummer 9. Hätten wahrscheinlich letzten Monat auch auf Platz 9 gehört. Habe ich wohl irgendwie verplant. Keine Ahnung wieso. Ein ziemlich gutes Deckprofil haben wir davon gemacht. Dank dem leitenden Munir. Ex-Team Ragnarok-Mitglied. Und neues TWT-Mitglied. Der hatte am Anfang auf jeden Fall ein Klassenbild, aber spielt das Deck zurzeit auch nicht mehr. Dann haben wir auf Platz Nummer 8, neu. Habe ich diesmal die Unterscheidung gemacht von den Monarchen, und zwar mit Extra-Deck und ohne Extra-Deck. Und auf Platz 8 haben wir halt die Monarchen mit Extra-Deck. Den Vorschlag habe ich beim letzten Meta-Ranking auch bekommen, dass ich die Monarchen unterscheiden sollte. Hab zu der Zeit aber noch nicht viel von dem Monarchen-Deck mit dem Extra-Deck gehört, aber seitdem habe ich das vermehrt gesehen. War zum Beispiel auch auf der YCS Las Vegas öfters vertreten. Mein Boss von CCG, der Norman, hat das zum Beispiel gespielt und hat damit gebabbelt. Deckprofil gibt es auch auf dem CCG-Channel zu sehen. Scheint nicht schlecht zu sein und auch ganz lustig, aber die Variante ohne Extra-Deck ist immer noch stärker. Dann haben wir auf Platz Nummer 7, ist gestiegen vom letzten Mal, Burning Abyss. Zwar pures Burning Abyss. Es gibt ja jetzt echt verschiedene, viele Varianten. Die habe ich alle unterteilt, kommen später noch. Hier auf Platz Nummer 7 haben wir jetzt erstmal reines, pures Burning Abyss. Haben halt jetzt neue Beatrix bekommen. Die echt nicht schlecht ist. Wir haben auch drei Showmatches gemacht mit der neuen Beatrix und dem Burning Abyss Deck. Einmal gegen Monarchen, einmal gegen Cosmo und einmal gegen Dracopulse. Hat sich eher nicht so gut geschlagen. Hat viel gebrickt, hatte viele tote Hände. Und deswegen ist wahrscheinlich die andere Variante mit dem Phantom Knights stabiler. Deswegen auch weiter oben. Aber dazu komme ich später noch. Dann haben wir auf Platz Nummer 6 auch gestiegen. Pures Phantom Knight, also nicht pur, aber ohne Burning Abyss. Also hauptsächlich auf Rang 3 Spam mit zum Beispiel den Speedroids und Teleport und dem blauen Super Quantum. Dazu haben wir auch letztens vor kurzem erst ein Deckprofil gemacht von unserem Kumpel Lars vom CCG Grand Open Event, wo wir so verrückt waren und dahin gefahren sind. Solltet ihr euch auch nochmal anschauen, falls ihr das Deck näher kennenlernen wollt. Da erklärt er eigentlich ganz gut, was das Deck kann und was alles in dem Deck ist. Dann haben wir auf dem 5. Platz einen Platz gesunken, glaube ich, vom letzten Mal. Mermel, immer noch mit dabei. Es gibt immer noch ein paar Verrückte, die mit dem Deck rumlaufen und Leute einfach OTK'n. Aber ansonsten reicht der Prinz allein einfach nicht, um das Deck irgendwie ganz oben mitspielen zu lassen. Dann auf dem 4. Platz, dafür werde ich wahrscheinlich Ärger von Tati bekommen, haben wir Cosmo gesunken, aus den Top 3 gefallen. Cosmo auf jeden Fall eigentlich immer noch ein sehr klasses Deck. Vor allem jetzt mit Reprints kann es fast jeder spielen. Obwohl ich gehört habe, dass Cosmojo am Steigen ist. Also holt euch die Karte, falls ihr Cosmo spielen wollt. Man hat zum Beispiel bei den CCG Grand Open gesehen, Top 16 nicht ein Cosmo vertreten. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, obwohl es so stark ist. Es kann halt ab und zu halt echt hart bricken, also man kann echt tote Hände bekommen. Vor allem, weil man eigentlich immer zwei Kombokarten braucht, ein Schiff und einen Piloten. Könnte daran liegen. Und dann spielt man auch noch viele tote Karten, beziehungsweise Karten, die man nicht immer einsetzen kann. So wie halt Call oder Oase oder Cosmojo kann man auch nicht immer einsetzen.
kann schon öfters zu toten Händen führen und mal schauen. Im nächsten Set kommt natürlich wieder krasser Support oder hoffentlich krasser Support. Also YCS Prag hatte ich mich noch ziemlich wohl gefühlt mit Cosmo. Aber zur CCG Grand Open, da hatte ich echt ein schlechtes Gefühl, echt ungutes Gefühl mit Cosmo. Dann kommen wir zum dritten Platz. Wie im letzten Monat, immer noch auf dem dritten Platz Monarchen ohne extra Deck. Krasses Deck, billig, dreimal Structure Deck. Womöglich das beste Structure Deck jemals. Hat gute Matchups gegen viele Decks. Mit der Spielfeld-Zauberkarte halt gut gegen Draco Pulse und BR. Und Phantom Knight BR und dieses ganze Zeugs. Und mit Stormforth halt ganz gut gegen Cosmo. Und mit Prime Monarch auch. Kann es immer OTKs von Cosmo stoppen. Also sehr gute Matchups und deswegen Platz Nummer 3. Dann haben wir neu auf Platz Nummer 2. Habe ich das Deck Phantom Abyss getauft. Hoffentlich kann sich der Trend umsetzen und Leute fangen an, das Phantom Abyss zu nennen. Hat auch die CCG Grand Open gewonnen. Deckprofile könnt ihr auf dem Channel finden. War sogar zweimal in den Top 4 vertreten, also recht gutes Deck. Auch sehr beliebt, häufig gespielt und sowas. Dann haben wir auf Platz Nummer 1 immer noch Draco Pulse. Trotz Adjusted Bandless und dem ganzen Zeug ist es immer noch ziemlich stark, immer noch auf Platz 1. Es kann dir einfach First Turn ein Feld hinlegen, über das du einfach nicht drüber kommst. Und dann entscheidet einfach nur der Würfelwurf. Ansonsten war es mit dem Mitte-Ranking diesen Monat. Hinterlasst unten in den Kommentaren, was ihr davon haltet, welche Decks ihr am besten findet und sowas, so wie immer halt. Ich freue mich immer, das zu lesen. Ansonsten hoffe ich, dass wir bald eine Bandliste bekommen und das Meta ein bisschen aufrütteln. Wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Video. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt wissen.